und herzlich willkommen bei Alfons Zeileis. Mein Name ist Johanna Nergensbach. Ich bin die Großnichte des Malers Alfons Zeileis. Im Jahr 1925 ist das Fotoalbum der Familie Zeileis sehr gut gefüllt. Eine Person kommt besonders häufig vor. Könnt ihr erraten, wer das ist? Bestimmt seid ihr draufgekommen. Natürlich ist es Alfons Zeileis Tochter Anneliese, die nicht nur Motiv seiner Gemälde, sondern auch Hauptmotiv seiner Fotos ist. Hier ist sie auf einem der seltenen Fotos mit ihrem Vater zu sehen. Aber auch sonst seht ihr sie entweder alleine oder mit ihrer Mutter Elisabeth Zeileis oder wie hier zusätzlich mit Großmutter Katharina. Die Familie macht 1925 Ausflüge in die Umgebung. Der Zugverkehr am Sonntag wird für Ausflüge in die Pfalz verstärkt. Zu Feiertagen wie Ostern gibt die Reichsbahn spezielle Sonntagskarten heraus, die an Ostern von Gründonnerstagmittag 12 Uhr bis Ostermontag 12 Uhr Mitternacht benutzt werden können. Gewissermaßen ein damaliges Wochenendticket. Ausflüge zum Beispiel ins Lamprechter Tal sind damit problemlos mit dem Zug möglich. Auch jemand anderes fährt Zug, allerdings nicht am Wochenende. Am Dienstag, den 7. April 1925, findet das Pfälzische Pressefest statt. Der immer noch französisch besetzten Pfalz stattet Reichskanzler Dr. Luther einen Besuch ab. Wer ist Dr. Luther? Dr. Hans Luther war vom 15. Januar 1925 bis zum 12. Mai 1926 der 10. Reichskanzler der im November 1918 gegründeten Weimarer Republik. Der Reichspräsident der Weimarer Republik, Friedrich Ebert, konnte die instabilen Regierungen der Weimarer Republik nicht zusammenhalten. Friedrich Ebert starb am 28. Februar 1925 an einer Blinddarmentzündung. Sein Tod wird zu einem Wendepunkt der Weimarer Republik. Dieser bodenständige Mensch hatte in der ungeheuer komplizierten und schwierigen Nachkriegszeit einen schweren Start. Zu seiner Vereidigung am 21. August 1919 erschien in der Berliner Illustrierten Zeitung ein Bild von Friedrich Ebert und Reichswehrminister Gustav Noske in Badehose. Das brachte ihm über Jahre Häme und Spott ein. Eine solche Abbildung von Würdenträgern war damals schlicht nicht üblich. Man kam schließlich aus der Kaiserzeit. Friedrich Eberts Nachfolger im Amt des Reichspräsidenten wurde Paul von Hindenburg. Seit November 1919 verbreitete Hindenburg die Dolchstoßlegende, nach der das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg hätte gewinnen können, wegen der demokratischen und sozialistischen Umtriebe den Krieg jedoch verloren hatte, gewissermaßen als Dolchstoß aus dem Deutschen Reich. Tatsächlich hatte das Deutsche Reich den Ersten Weltkrieg militärisch verloren. Hindenburgs Ernennung zum Reichspräsidenten im Jahr 1925 stellt einen Wendepunkt dar, der schließlich in den Nationalsozialismus führt. Die Pfalz ist 1925 französisch besetzt. Hier geht es darum, trotz immer noch vorhandener Schikane und einzelner Übergriffe der französischen Besatzungsmacht zum normalen Leben zu finden. Die revolutionäre Entwicklung der Kunst, das laszive Leben und das Showwesen finden vielleicht in Berlin und München, jedenfalls nicht in der Pfalz statt. Einen Anlass zum Feiern gäbe es. Neustadt feiert im Jahr 1925 sein 650-jähriges Bestehen. Die Stadt beschließt jedoch, auf teure Feiern zu verzichten und investiert lieber 20.000 Reichsmark in ein neues Waisenhaus. Vielen Dank, dass ihr Alfons Zeileis im Jahr 1925 begleitet habt. Auch wenn die Situation immer noch schwierig ist, ist künstlerisches Leben wieder möglich. Alfons Zeileis ist gefragt. Was das bedeutet, das erfahrt ihr im nächsten Video. Ich freue mich aufs Wiedersehen.